Ja, Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Galerians, die hoffentlich endlich mal den Finale CD3 steht an. Und ja, super. Ich will kein Intro haben nochmal. Das habe ich schon gesehen. Starttaste drücken. Was sage ich, Filmvorschau. Laden. Lob. Aha. Mir fehlt hier teilweise Zeugs irgendwie. Anscheinend sind das die Dinger, die mir fehlen. Wahrscheinlich fehlt mir die 19. Phase D, Phase A, okay, na gut. Jetzt aber Spielladen. Filmvorschau ist einfach nur, dass man halt die Sachen sich nochmal angucken kann, was ich eigentlich sinnlos finde, aber egal. Na gut, wir fangen jetzt an mit Phase D, denke ich mir mal. A, B, C, D, E. Nee, Phase F. Nee. Nee, A, B, C, D mit D. In D geht's weiter. Rein. Da stand ja nicht etwa gerade Pilzturm, ja? Nur eine Etage. Kein Bild. Keine richtige Karte. Also du. Na ja, gut. Nach der ersten Sequenz dreht ihr euch nach links in Richtung der Sesam-Mundrutsche. Warum man das sein soll. Wo ist hier eine Mundrutsche? Was ist, wenn ich mit dir rede? Nichts. Wo ist denn mein Mundrutsche? Ist immer wieder gar nichts hier, dadurch, dass das Fenster so klein ist. Ich verstehe nichts. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, hier oder was? Aha. Wie funktioniert denn dieses Ding? Es gibt hier doch keine Schalter oder sowas ähnliches. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, in einen anderen Raum zu kommen. Ryan! Lilia! Ich kann's nicht herausfinden. Oh. Das sind wohl Gegner und die gehen mir wieder mal übelst auf den Keks. Oh, ah, nee, ah, nee. Geht mir nicht auf den Keks hier. Blöden Viecher. Ich hab Toast Schneider da kalt gemacht, da werde ich mich nicht, jetzt nicht auch nur kalt machen wollen hier. Freundchen. Ist ja gut, doch die gehen mir sowas noch auf den Keks, diese. Schlitzer da, keine Ahnung, wie man den nennen möchte. Renn vorwärts, renn vorwärts, renn vorwärts. Na komm, steh auf, steh auf, steh auf. Und stirb! Danke. Eine Lampe ist eingeschaltet. Ja, das sehe ich auch, Ryan. Also manchmal frage ich mich echt, denkt das Spiel echt, ich bin so blöd oder was?
Und manchmal denkt ein, du musst das wissen, du musst wissen, wie man diesen Boss besiegt, ich mache ihn extra schwer. Was? Jetzt habe ich aus. Hä? Warum bin ich schon geheilt? Egal. Naja, was soll's. Wir haben sowieso unendlich Zeug. Von daher. Weil ihr spritzen. Ja. Nach diesem ganzen Kampf folgt eine weitere Sequenz, je nachdem ihr die kleinen weißen Punkte an der Wand genau untersuchen solltet. Welche kleinen weißen Punkte an der Wand? Wo sind hier kleine weiße Punkte an der Wand? Keine Ahnung, was die komplette Lösung schon wieder damit meint. Ryan? Ryan! Hörst du mich? Lilia, wo bist du? Ich weiß nicht. Aber hier sind die gleichen Lampen wie im Lift. Mit diesem Schlüssel können wir offenbar in einen anderen Raum kommen. Lass es mich mal versuchen. Aha, ihr wechselt nur über zu Lilia. Dies sind die Schwächepunkte, die ihr im Kombi immer wieder benutzt. Eure Abenteuerzeit steigt nicht an, wenn ihr Lilia spielt. Um die Lichter zu betätigen, stellt euch darüber und untersucht sie. Ihr fangt bei dem weißen Licht an der Spitze an und arbeitet euch im Uhrzeigersinn weiter vor. Ah ja, okay. Was bringt das? Hier ist ein Speicherpunkt, den ich erstmal benutzen. Ja, speichere einfach. So. Ja, spreche einfach. So, Blitzturm ist. Mushroom Tower, nicht Blitzturm, verdammt nochmal. Ah ja, okay. Machen wir es einfach mal. Uhrzeigersinn. Aha. Die Reihenfolge der Folgen ist weiß, grün, blau, leer und rot. Anschließend folgt eine weitere Sequenz. Lauft an nach einmal in der Mitte und untersucht die Stelle, dann kehrt ihr zur Wand zurück. Es gibt ja auch einen Wartbereich. Der Ausgang muss in diesem Raum sein. Und mal wieder ein Ladebildschirm. Ich liebe ja Ladebildschirme nicht. Okay. Haltet Ausschau nach der Rutsche, aus der ein gelbes Licht strömt und benutzt sie wie eine Tür. Ja. Sinnvoll. Diese Liftröhre benutzen, ja. Die Roboter hier sind nicht nur gelb statt weiß, nicht, sondern sie verfügen dazu noch über viel bessere Gesundheit. Sie sind zweimal so schnell und richten dabei auch zweimal so viel Schaden an. Ihr werdet dazu gezwungen, alle drei zur gleichen Zeit zu bekämpfen, braucht aber dabei nicht Shotting einzusetzen. Mhm. Weil auf den Geist in den umweichlichen Angriffen aus ist, dabei sind ja zusammen zu locken. Dann lasse ich die Falle ein. Und sind Schützengehalt und dann lautet das Meckern auf. Aha, okay. So, und die Fälle. Das hasse ich an diesen Viechern. Das hasse ich einfach nur an diesen Viechern. So. Ja, la. War immer dieses Geschieß, Alter. Ganz ehrlich. Ja, das war doof. Ach, Mist. Ah, du blöder Wichser! Enter, Start. Und heilen bitte.
Erholungskapsel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Ja, schön, toll. Weg hier. Das bringt ja mir nichts. Ich mach's anders. Ich nehme Nikon und werde die so irgendwie hoffentlich kalt machen. Oh, das geht mir auf den Keks hier, Alter. Renn, bevor der dich schnappt. So. Und nein, bitte. Also die Kämpfe in dem Spiel, die sind sowas von Kacke. Da. Nein, 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 nein. Weg hier. Weg, weg, weg. Och, ey, Alter. Gib mir nur auf den Keks. Ey, Alter, was ist das denn für ein Kack hier? Hör doch mal auf, du blödes scheiß Roboterviech. Nein, jetzt schießen sie wieder. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Ja, ist ja gut. Start, 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 start. Start, 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 start. Steh auf, verdammt. Start. So, okay. Erholungskapsel. Ah, nee, Alter. Die gehen mir so auf den Keks. Die gehen mir so auf den Keks. Ja, fast so schön wie... Eben kurz die Fallen. Ja, ey, fickt euch doch. Mann. Das ist ja wirklich sehr fair. Kein Weg. Nee, Alter. Renn doch mal ein bisschen schneller. Ja, das funkt eben nicht so sicher. Ich glaube, jetzt ist das so unzweit hier. Ey, Alter, das geht mir so auf den Keks, verdammt. Ja, ist ja gut, ey. Steh auf und renn weg irgendwie so. Und das Heilung schnell. Nicht, dass ich sterbe. Oh, ey, geh die mir auf den Keks, Alter. Das war es irgendwie riskant, aber egal. Wenn jetzt mal einer bitte down gehen würde, ja? Wie viel HP haben die alle? Steh auf. So. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Renn weg. Nein! Stimm mal auf, verdammt! Renn, einfach nur weg, bitte! Einfach nur wegrennen! Erholungskapsel schlucken! Oh, nee! Wenn das weitergeht, setze ich hier Shorting ein! Oh, das ist doch nicht fair. Och, ey, Alter. Mann. Die gehen mir übelst auf den Keks. Ich krieg die Krise ja noch. Ich krieg hier voll noch die Krise. Ganz ehrlich. Ja, ist. Ich steh auf, verdammt. Mal ein bisschen schneller, hallo. Oh, ich bin der Schuh. Verdammt, 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 verdammt. Steh auf.
In letzter Sekunde. In letzter Sekunde, Alter. Hätte ich jetzt nicht reingeht, wäre ich jetzt tot. Oh, nee, Alter. Nee. Alter, komm, weg. Ja, und sowas ist auch noch unfair hier. Mein Gott. Und inzwischen sind wieder alle drei. Ja, sehr fair. Ihr seid wirklich sehr fair. Ihr auch nicht fair als diese Scheißtusse da. Könntest du mal bitte nicht sterben, ja? Oder shorten. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Handy nervt. Hat mir nicht irgendwie mal was AP erhöhen, genau. Apollinare. So, danke. Jetzt shorten bitte. Habe schon lange nicht mal eingesetzt. Danke. Ey, Alter. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Und jetzt erstmal schnell wieder hier heilen, bevor ich hier down gehe. So. Gut. Lauf den Kreis. Allerdings müssen die Inländer kommen, damit das nicht schon mal wirkt. Nachdem wir alle drei Roboter ausgeschaltet haben, folgt eine Sequenz, nach der ihr alle Rutschen telekinetisch untersucht. Aha, okay. Machen wir es einfach mal. Das ist in der komplette Sinn steht, auch wenn es irgendwie keinen Sinn für mich ergibt. Lilia, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, Ryan. Gehen wir in das nächste Stockwerk. Ist gut. So. Zuerst Lila. Was ist Lila? Was soll nochmal Lila, wenn ich das jetzt wüsste? So, Lila. Hellblau. Ist das Hellblau hier? Ich denke schon. Das Mutter so fürchte, versteckt sich also hinter deinem hübschen Gesicht. Wer ist denn das? Ist das wirklich so wichtig? Du stirbst sowieso gleich. Oh, mein Kopf tut weh. Wer versendet diese starken telepathischen Wellen? Das tut weh, was? Keine Angst, das geht gleich vorbei. Der Moment des Todes fühlt sich besser an. Du bist gar nicht real. Du bist nur eine Psycho-Illusion, die mir irgendjemand schickt. Aber wenn ich meinen Geist verschließe, wirst du verschwinden. Ich spüre, dass es im Turm immer noch Galarians gibt. Und sie sind sehr stark. Also, hellblau, grün, rot und dunkelblau. Hellblau. Ja. Hellblau, grün, rot und dunkelblau. Was ist dunkelblau? Das ist nicht rot, dunkelblau, das ist rosa. Ich muss einfach mal. Nee, war falsch, natürlich. Lila, hellblau, grün, rot. Wahrscheinlich ist dann in der Mitte gemeint, ich spreche erstmal. Ja, mach hin. Das hat noch, wenn es geht, schaffen, das Spiel. So. Okay. Dann. So, Ryan schalten, ja. Ja.
Verstehe ich nicht. Ach so, das war die falsche Rutsche. Na super, also lila, hellblau, grün, rot und dunkelblau. So. Ist das damit gemeint? Nee. Sonnenscheiße. Ach. Nochmal zurücksetzen. Scheiße gebaut. Nochmal wieder. Lila. Lila ist nämlich eine andere Farbe. Lila ist, damit ist das damit wahrscheinlich gemeint. Hellblau. Grün, rot und dunkelblau da unten. Jetzt ist es nicht richtig. So. So, okay. Okay. Ah, fuck. Autsch, autsch. Machen die Schaden, Alter. Machen die Schaden. Alter. Oh, weg hier. Los, weg hier. Ah, das bringt nichts, nur gut. Macht das auch Schaden? Oh, ja, das macht Schaden. Das ist wirklich sehr super. So. Blöde Viecher. Aber nicht tot. Scheiße, ey, Alter. Jetzt habe ich nur einen erwischt. Ja. Stirb endlich, verdammt. Blöde Viecher. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass sie mit Nikon schnell tot gehen. Oder auch nicht. Die fördern. Ich will im Rot immer nur so lange zum Aufladen, das nervt mich. Ah, muss immer nachgefüllt werden. Ich hasse dieses ganze System wie die Pest. Ich hasse es wie die Pest. Könnt ihr mal bitte endlich sterben? Gibt's denn nicht hier? Ey, also wie viel HP haben die denn? Gibt's denn nicht? Wie heißt, ich benutze ja Nikon, da sind die schnell tot. Oh mein Gott, gehen die mir auf die Nerven. Warum habe ich jetzt nicht getroffen? Was soll denn die Scheiße? Da war gerade eine Grafikkarte. Oh, ey, ich krieg die Krise hier, Alter. Diese Viecher sind sowas und nervig. Einer ist uns schon mal tot. Wieso treffe ich denn nicht? Ey, Alter. Nikon ist auch schon wieder bei alle nicht tot. Wenn der Icon tot wäre, wäre es sehr komisch.
Na gut. So. Bevor du hier irgendwie irgendwelche Scheiß-Sachen machst, mein Freund. Ja. Endlich tot, Alter. Oh, nee. Ah, telekinetisch alle Rutsche untersuchen. Komm, geh hin. Muss man nicht alle unbedingt untersuchen? Naja. Richtig. Und jetzt mach die Tür auf. Na gut. So. Dunkelblau. Rot. Aha. Reinhard, wie ist das möglich? Ich habe gesehen, wie du gestorben bist. Es geben mir jetzt noch viel stärkere Drogen und das ist alles deine Schuld. Ganz allein deine Schuld. Nein. Es ist deine Schuld, dass sie mir noch stärkere Drogen geben. Du willst mich nur austricksen. Ich bin ganz sicher, Reinhard ist tot. Das ist nur eine Illusion. Ich weiß es genau, das ist nur eine Illusion. Und ich werde jetzt herausfinden, wer dahinter steckt. Mutter, nicht noch näher, hast du verstanden? Bleib weg von mir! War ich das? Wie ist das möglich? Hä? What the fuck? What the fuck is going on here? Das Spiel wird immer abgedrehter. Gut. Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Rot, weiß, hellblau und grün. Hellblau und grün. Grün, grün. Grün ist alle meine Farben. Wenn die auf 3 gegen antreffen, sollte ich finden. Ich weiß nicht, davon hat das Apollina ein. Ich sollte nur Apollina einsetzen, damit das Ganze mal ein bisschen schneller hier vonstatten geht. Lad, 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 lad. Sehr super, nicht. Jetzt hier rein, oder was? Und 78F. Huch. Eine dritte Etage. Das ist richtig, das ist falsch. Hm. Bin doch falsch. Ah, Leute. Ich hätte das gerne das Spiel heute gerne nochmal noch durch. Ups. Gerne heute noch durchgespielt, ehrlich gesagt. Denn. Ich gesagt, geht's mir auf die Kekse, auf die Eier, geht's mir. Ich will hier endlich raus. Na super. Also, wir schauen mal eben Apollinara und Schatten. Komodos. Agro-Modus. Sterben, sterben. Sterben. Oh, und Agro-Modus aus wieder. Agro-Modus ist doch manchmal ganz nützlich. wenn man unendlich Zeugs hat. ja. Ah, bin ich froh, wenn ich hier durch bin und ein Spiel spielen kann, wo ich nicht cheaten muss. Ah, ich hatte dieses ganze System in die Pest.
Aber ich spiele das Spiel durch. Egal welche Mittel ich nutzen muss. So. Na, geh näher ran. Da, du, da. So, niederschalten. Ja. Mach die Tür auf. Okay. So, also. Rot. Blau, welches Blau? Blau. Blau. Rita. Aha, zuerst war Reinhardt hier und jetzt du. Aber ich lass mich nicht mehr täuschen. Du bist doch auch nur eine Psychoillusion. Warte, Ryan. Geh bloß nicht weiter. Sonst wirst du sterben. Du bist nicht echt. Ich werde dir nicht zuhören. Ryan, Mutter wird dich auch töten. Sie hat furchtbare Angst, das weißt du. Leb wohl, Rita. Also, rot, blau, grün, so das zerstören oder was? Grün, weiß und lila. Durchdrehen, wir drehen alle durch euch. Wir drehen alle durch euch. Geht durch in den nächsten Abschnitt, aus dem es nun kein Zurück mehr gibt. Yay, Endboss oder was? Der Elf vor euch befindet sich ein Sprecher rum, der leider nicht ewig dort bleibt. Also sprecht er schnell euren Spielstand, bevor er hinausgeht und euch nach rechts dreht. Aha. Wie lange jetzt? Wo ist bitte der... Die Röhre, wo ich rein soll? Hier oder was? Röhre des Todes und der Verderbnis. Diese Lüftröhre, ja. Na 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 na. Na 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 na. Ryan, das ist jetzt unsere einzige Chance, mit diesem Warpfeld zur Hand Gottes zu kommen. Ich hätte gerne eigentlich vorher abgespeichert. Ich sehe es irgendwo einen Speicherpunkt, zufälligerweise. Nee, ne? War ja sowas und klar. Tja. Pech gehabt. Muss ich wohl mit Save State speichern, damit ich nicht verrecke. Also, Save State. So, da sind wir wieder. Okay. Warum muss ich jetzt eigentlich... irgendwie steht jetzt nichts in der Komplettlösung drinne. Sirius Familie, RX-Chromosomen abnormal, Reinhardt. Aha. Nix versteht ein Tutentu, weil ich nicht viel Ahnung von Genetik habe, ein Tutentu. Aber egal. Sirius Familie, RX-Negativ-Chromosomen abnormal, Rita. Ah ja. Komm, lauf zu. Lauf zu. Prozion-Familie. X-Chromosom abnormal. Birdman. Ah ja. Ich nichts verstehen. Tun. Ist das... Pegasus-Familie. Q7G-Chromosom abnormal. Kane? Wo ist Kane? Ein Galerien, den wir noch nicht kennengelernt haben, wie kann das denn sein? Pegasus Familie, G7G negativ, S-Chromosom, abnormal, Punkt. Nichts drinne. Kein Name.
Aber na gut, wo lang muss ich jetzt? Vielleicht kann ich doch noch kurz abspeichern. Du kannst es auch ein Bein nicht bewegen. Von hier aus gibt es keinen Zurück mehr. Ah, super. Ich habe ja abgespeichert zum Glück. Ach, hier geht's, hier ist eine Tür. Na gut, na gut, na gut. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Danke, das ist nur gut. So. Flamm. Okay. Wo sind wir gerade? Keine Daten. In keiner Daten sind wir. Wie lange jetzt? Keine Ahnung, keine Ahnung, gerade. Ich lese ab und zu gerade übrigens in der Komplettlösung ein bisschen, deswegen bin ich vielleicht manchmal ein bisschen stumm. Wo muss ich jetzt eigentlich? Vielleicht muss ich hier Telekinese benutzen. Aha. Kane. Aha. Und Kane sieht irgendwie genauso aus wie wir, oder was? Es gibt nur einen einzigen ohne Namen. Genau, und das bist du, Ryan. Wer bist du? Kane, du bist verwundert, wie ähnlich wir uns beide sind, stimmt's? Aber immerhin sind wir Brüder und deshalb dürfte das nicht ganz so überraschend für dich sein. Was zum Henker geht hier vor? Ach, sieh mal an. Du bist doch nicht so schlau, wie ich dachte. Du bist mein kleiner Bruder. Du müsstest selbst wissen, dass der echte Ryan im Michelangelo Krankenhaus gestorben ist. Nein, du lügst! Im Gegenteil. Wir beide sind hier geboren. Ryans Gedächtnis, einschließlich des Aktivators für das Virusprogramm, wurden in dein Gedächtnis eingepflanzt. Außerdem wurde dein Äußeres so verändert, dass du ihm ähnlich siehst. Und als alles erledigt war, haben sie dich losgeschickt, um Lilia zu suchen. Glaubst du wirklich, dass du es allein geschafft hättest, aus der Isolierstation auszubrechen? Das ist völliger Blödsinn. Du musst mir glauben, ich bin Ryan. So, so. Und warum hast du dann die gleichen Kräfte wie wir, Galarians? Darüber hast du noch nie nachgedacht. Weißt du denn, wer dein Vater ist? Du denkst jetzt wahrscheinlich, dass du dich noch an tausend Dinge aus deiner Kindheit erinnerst. Aber glaubst du wirklich, die hätten was mit der Wirklichkeit zu tun? Es bleibt dabei, du bist nun mal ein Galarian. Du bist eins von Dorothys Kindern, auch wenn du es nicht gerne hörst. Er lügt doch, Ryan. Er will dich bestimmt nur verunsichern. Nein, die Wahrheit ist, dass ich es mir eigentlich immer gewünscht habe. Aber Mutter hat dich auserwählt. Und das hat mir wirklich sehr weh getan. Mutter hat doch für alles ihre Gründe. Du wurdest geboren, um Lilia zu finden. Und ich wurde geboren, um dich zu töten. Wir leben doch nur, um Mutter zu dienen. Wir müssen Mutters Familienprogramm gehorchen. Und jetzt musst du sterben. Ja. Du warst das, nicht wahr? Du hast Dr. Lim getötet. Du hast Birdman getötet. Du hast Reinhardt getötet. Du hast Rita getötet. Wen jetzt? Wer wird es jetzt sein? Du? Ich? Wer weiß? Sind wir wirklich eine Person? Sind wir eine Person? Das gleiche Gesicht? Dieselbe Stimme? Derselbe Körper?
alles ist gleich. Wir sind beide Galarians. Alter, was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh, das überlebe ich doch nicht. Das überlebe ich doch nicht hier. Also ich glaube, der Typ hat den japanischen dieselbe Stimme wie Ryan, also dieselben Synchronsprecher, aber hier haben sie es anscheinend ein bisschen geändert, damit er sich ein bisschen unterscheidet. Alter, das überlebe ich doch nicht hier. Wie soll ich den denn bitte schaffen? Ich krieg die Krise. Na, es gibt doch nichts. Ich komme hier gar nicht zum Angreifen. Was soll denn die Scheiße? Ich mache mich gleich unsterblich hier. Wir nehmen jetzt Pause. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Also wenn das so weitergeht und ich den jetzt schaffe, dann muss ich wohl oder über das Sperr brechen, glaube ich. Ja. Ah, scheiße, tot. Du bist tot. Game over. Ja, das weiß ich auch. Nochmal versuchen. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal den ganzen Scheiß nochmal gucken, Leute. Es gibt nur ein. Ja, bla bla bla. Kennen wir schon. Ey, komm. Mach doch mal ein bisschen hin, ich habe keine Zeit, verdammt nochmal. Also wenn das Auto deckt ist, ich kriege hier. Oh Mann, ich glaube, ich mache einen Safe Stay, sobald der Kampf anfängt. Ich gehe die Krise. Was ist das denn bitte für ein Typ, Alter? Der ist total unfair. Ich glaube, ich mache mich unsterblich. Die Bosse sind mir ein bisschen zu heftig hier. Bla 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 bla. So, ich muss erstmal kurz Wasser machen. So. Also, wir sind jetzt unsterblich. Also haben wir keinen Erholungskapsel mehr. Wir werden erstmal unser Zeug erfüllen, bevor der Kampf beginnt. Dann nochmal kurz. So, und nochmal Red abfüllen. Und nochmal die Fellen auffüllen. So. Und nochmal eben. AP sinken. So. Los geht's. Auch wenn das irgendwie sehr viel bringt. Ich habe übrigens den Vollbildmodus geschaltet, damit ich ihn auch sehe. Den Typen. Ah, ich krieg die Krise, Alter. Ja, wie soll man denn da ausweichen, ey, Alter? Das gibt's doch nicht. Ich krieg so gar nichts hier. Ah, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Okay, das könnte sogar klappen, wenn ich Glück habe. Ja! Ja,
Na, jetzt ist es nicht mehr möglich. Das könnte sogar klappen hier. Einigermaßen. Ja, komm, bleib einfach stehen. Ja, das war's. Was macht er jetzt? Wow! Jetzt dreht der Vollkommen ab hier. Jetzt dreht der Vollkommen ab. Boah, alter Mann. Jetzt dreht der Vollkommen ab hier. Jetzt dreht er Vollkommen ab. Ich glaube, ich habe einen, da müssen die Taktik ausüben. Oder so ähnlich. Ja! Volle Breitseite, mein Freund. Auf. Verdammt. Das nimmt mich irgendwie ein bisschen an die Attacke von Dingens von Mist. Bam! Freundchen. Kane, du bist irgendwann ein bisschen noch Geschichte. Wo ich jetzt unsterblich bin, dann macht mir jetzt deine Attacke nichts mehr. Zum Glück. Bumm! Freundchen. Dann macht ihr wieder seine Schatz-Attacken. Genau, oh komm, mach ein bisschen schnell den Aufstehen. Ah, nee, 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 komm, steh auf, So. Ah, getroffen. Sehr gut. Macht ihr wieder seine, nee, macht er nicht. Macht er das wieder. Gut. Aber ich treffe ihn wenigstens regelmäßig, sonst muss ich ausbrechen. Da kann ich gar nicht ausbrechen, weil dann scheiße. Alkohol ist schwer, Alter, das ist nicht gut. Alkohol bitte nachfüllen. Morgen Blitz auf das Video regnet. Hm. Geil. Ja gut. So. Bam! Bam! Erwischt. Was sagt ihr immer? Ich verstehe es nicht richtig. Wenn der seine Scheißattacke ausführt. Ja, ist ja gut, ey, Alter. Voll gut. Nee, das wäre jetzt nicht so gut. Irgendwie, ich würde hier gerne ausweichen, das funktioniert aber nicht. Wenn ich immer zu gelähmt bin. Wie oft macht er das? Dreimal macht das anscheinend. Komm, steh auf. Stirb doch nicht mal, verdammt. Wenigstens treffe ich ihn immer. Und nochmal. Nein, nein, er kann noch nicht nachfüllen, haben wir noch genügend. Vielleicht helfen wir im Kreis, vielleicht trifft er mich dann nicht. Sieht aus, irgendwann nochmal weg. Alter, verdammt. Bam! Freundchen. Bam! Freundchen. Was macht denn jetzt? Ach du Kacke. Was macht der Feuer? Ja, irgendwie. Das ist es irgendwie nicht so sinnvoll, mein Lieber. Hä? Ja. Jetzt treffe ich ihn ja mal. Oh, bleibt da stehen, da bleibt er stehen. Bam! Nikon nachfüllen am besten. Klack. So. Bloß nicht hier rennen, sondern irgendwie immer nur ausweichen. Bam! Wo bleibt da stehen? Ah, was soll das? Jetzt macht er auch noch Blitze. Da muss ich es aber echt nicht aus, weil ich mich nicht ausweichen könnte. So. Jetzt aus, weil ich mich nicht ausweichen könnte. Oh, jetzt sehr gut. Bam! Ich glaube, er ist bald Geschichte. Einfach mal weg. Hm.
Lach doch nicht immer so wie so ein Bekloppter, mein Freund. Du bist sowieso gleich Geschichte. BAM! Hoffe ich zumindest, dass das gleich Geschichte ist. BAM! Ja, er ist erledigt. Ja! Sehr gut. Ich glaube, diesmal hast du gewonnen. Kane! Na, was hast du als nächstes vor? Mutter umzubringen? Aber das kann ich mir nicht mal im Traum vorstellen. Mutter hat immer mit mir geschimpft und gesagt, dass Kinder bloß nicht selbstständig denken sollten. Daran habe ich mich gehalten. Wir sehen uns wieder. Ryan! Ich habe langsam auch das Gefühl, dass der echte Ryan nicht mehr lebt. Das glaube ich nicht. Du bist Ryan. Ich bin ganz sicher, wir haben doch immer zusammen gespielt. Ich weiß nicht, ob diese Erinnerungen echt sind. Wenn ich wirklich ein Galarian bin. Pass auf, Lilia. Lass uns so schnell wie möglich zu Dorothy gehen. Ich muss unbedingt mit Mutter reden. Komm sofort mit. Na super. Ja. So, ich muss eben kurz mal eine ganz kleine Pause wegen Getränken machen. Und ja, wollen wir uns mal ins Finale begeben. Ich spiele übrigens immer noch im Vorbildmodus, denn ehrlich gesagt. Oh, speichern. Speichern. Wenn wir nur speichern können, heißt das. Ich sollte mal eben, glaube ich, auffüllen und heilen und so. Denn ja, wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. AP heilen, sonst muss ich nicht heilen, ne? So wie es aussieht. Okay. Ich glaube, weil Blau komplett ist und gibt es nämlich keinen Speicherpunkt mehr. Genau. Eindringlinge! Alarm! Alarm! Eindringlinge! Sicherheitsstufe 3! Willkommen daheim, Ryan. Wie ich sehe, hast du Pascals Tochter gefunden. Es war nicht so einfach. Das hast du gut gemacht. Das Virusprogramm in ihrem Kopf war das Einzige, was mir gefährlich werden konnte. Aber nachdem ich Lilia jetzt endlich habe, steht mir nichts mehr im Wege. Nichts kann mich mehr aufhalten. Ich befehle dir, sie zu töten. Warum zögerst du? Töte sie! Denkst du wirklich, dass du mich dazu bringen könntest, Lilia zu töten? Was fällt dir ein? Du weigerst dich, meinen Befehl auszuführen? Das ist keine Weigerung. Das ist die Wahrheit. Ich kann's nicht. Nein! Lass dich nicht von deiner Erinnerung beeinflussen. Deine Erinnerungen sind nicht echt. Ich habe sie aus dem Verstand des echten Ryan in deinen Kopf verbrannt. Ich habe dich erschaffen. Du bist ein Gelehrer. Ich bin deine Göttin und Schöpferin. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Jetzt sei ein braver Junge und höre auf deine Mutter. Das werde ich nicht machen. Selbst wenn du mich erschaffen und großgezogen hast, bin ich noch lange nicht dein Sklave. Damit das für immer klar ist, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Los, bringen wir es schnell hinter uns. Was hast du denn vor? Alles klar? Lilia? Wartet! Dazu habt ihr doch gar keinen Grund! Du bist mein größter Misserfolg!
Ich hätte dich niemals erschaffen sollen! Ich hätte dich niemals aufziehen sollen! Ich befehle dir zu sterben! Verstanden? Los, sterb, dann verzeih ich dir! Dorothy, hör auf! So, meine Freunde, wir müssen die Augen anvisieren. Denn die... Autsch. Kackvieh. Die sind nämlich die, Dorothy, sozusagen. Ausweichen. So. Ausweichen. Wow. Um was zur Hölle ist das ein abgefuckter Endgegner hier? Oh, blödes Kackvieh, Alter. Das würde mich ja nicht stören, wenn die, Komm, steh auf. Komm, steh auf. So schwer scheinen die Messer auch nicht zu sein bisher. Oh, es geht mir auf... Das geht mir vor allem auf den Nerven hier, sowas. Wow, das war knapp. Ja, ist ja gut. Stört mal bitte an, schon diesen scheiß Augen endlich mal. Nett aufstehen, bitte. Vielleicht machen sie auch falsch und ich ein Brett oder so benutze. Oh, jetzt konnte ich nicht ausweichen, weil der Rumpf viel zu klein ist zum Ausweichen hier. Oh, ein Auge scheint schon mal tot zu sein. Ist gut. Was Hölle? Was hat die jetzt schon wieder gemacht? Ja. Hab ich das getroffen? Ich hab getroffen. Aber sowas von hab ich getroffen. Ja, ich, jetzt hab ich einfach wieder nicht. Oh. Ausweichen. Achso, ich habe kein Nikon mehr. Na gut. Nikon verbrechen. Blub. Dann will man die Augen eigentlich auch mit Shorting besiegen? Ich denke nicht, ne? Wäre unlogisch, weil die anderen Bosse sind ja auch nicht so besiegbar. Von daher. Ausweichen. Das war jetzt voll im Aggro-Mage-Modus und. Aua. Komm, steh auf. Ausweichen. So. Ausweichen. Wo? Nee, meine Damen, das machst du nicht. Oh, ey. Volles falsche Timing. Und das war irgendwie gerade voll sinnlos, die Attacke. Bam. Aua. Scheiße, das wurde ich doch getroffen. Naja, egal. Ja, ist ja gut. Autsch, autsch. Das war jetzt ringfügig doof. Gut, dass ich unendlich HP habe. Ja, gut. Machst du das? Das machst du fein. Oh, es haben wir nur ein Auge. Sehr gut. Oh, ausweichen. Woher kommen eigentlich diese scheiß Blitze? Das ist irgendwie etwas unlogisch. Ja, ist ja gut. Dorothy, du stirbst. Bam. Du stirbst aber so vor Sonne und... Na. Scheiß Computer, Alter. Geh mir nicht auf den Keks, Alter. Dumme Kuh. Das habe ich getroffen. Nein, Konzalle. Klack. So. Ach, Mann, ich wollte gerade ausweichen. Das wird ja immer
immer eingefallen ist ja die. Ja, wirklich sehr tolles Timing von mir, egal, was soll's. Ausweichen. Ja, geil. Hat sich ja voll gelohnt. Mist. Dreck. Ey, ich stand aber nicht in dem Strahl, ey. Ey, so haben wir langsam reicht's, ne? Langsam reicht's hier. Sterb endlich, blödes Auge. Nein! Wow! Eine Sekunde zu früh. Ja, das war jetzt sowieso Blödsinn, ja, aber egal. Also die Musik hier ist mal irgendwie da mal fast nicht vorhanden. Ich habe mir irgendwie eine andere, epischere Musik dafür vorstellen können, dann na gut. Ich wollte mir sagen, der Kampf dauern wird. Jetzt stirbt doch endlich mal, mein Gott. Nein! Mist. Dreck. Oh, du blödes Auge, stirb endlich. Himmel. Wie viel HP hat so ein scheiß Auge? Ah, ist tot. Und was jetzt? Was das oder was? Ich glaube nicht. Run, lass mich bitte. Ilja, los, schick mir den Virus. Halt! Bitte tu es nicht, Run. Ich habe dir Unrecht getan. Ich werde dich in Zukunft besser behandeln. Royal, das lasse ich dir. Royal, bitte. Oh, nein. Bitte, Royal. Oh, nein, Royal. Leb wohl, Mutter. Und wie immer muss natürlich alles explodieren, wenn der Bösewicht kaputt geht. Oh, Ryan, lass uns schnell verschwinden, sonst sterben wir auch noch. Nein, Lelia, du musst allein gehen. Ich kann nicht mitkommen. Doch, bitte. Nein, lass mich jetzt. Ich sterbe lieber hier. Oh nein, sag das doch nicht. Ich kann nicht mehr, Lilia. Lass mich hier sterben. Aber ich bin doch der echte Ryan, oder? Ja, natürlich, Ryan. Du bist der echte Ryan. Und ich kann es auf der Welt wirklich nur einmal geben. Ich danke dir, Lilia. Du bist wirklich Ryan. Also musst du mit mir kommen. Ryan? Ryan!
Das war nicht etwa der Endkampf. Der war ja leichter als Kane. Story Shinfa Kang. Kang, keine Ahnung. Shinfa Kang. Aha. Korrektor, das ist ein Shu-Tajima. Da fehlt irgendwie Buchstabe, glaube ich. US Production Team, Executive Producer Mike Arkin. Ja, okay. Das war ja dann wohl Glarians. Wir haben es durch. Zwar nicht zu 100%, aber naja, muss nicht sein. Ich bin froh, wenn ich damit fertig geworden bin, noch vor Ausbildungsende. Deutsche Version, Lokalisierung, Sophie Cristobal. Kenne ich den Namen nicht irgendwoher, hat den schon mal andere Spiele besetzt, keine Ahnung. Ja, Übersetzung, Textrahmen, Aufnahmestudio, Tondrucks, GmbH, Aufnahmeregie, Michael, Michael Grimm. Michael Grimm, den Namen kenne ich auch umher. Sprecher Ryan Kane, Yannick Endemann, Lydia Celine von Tank, Yannick Endemann, Rita Kaffee von Keller, Birdman Oliver Böttcher, Dr. Steiner Achim Schülke, Dr. Lem Gerno Edelmann, Reinhard Tim Knauer, Dorothy Isabella Grote, andere Anne Moll, Christian Rudolf, Erik Schäffler, Uli Pressmann, Douglas Welbert, Eberhard Haar, Frank Bla, kann ich nicht lesen, das ist so schnell. Ja, ein paar Namen von dem, der auch der Sprecher von dem Ryans Vater, Namen vergessen schon wieder, scheiße, der kam mir auch bekannt vor. Den habe ich irgendwo anders schon mal gehört, glaube ich. Na gut, also generell, wenn es was sagst, im Spiel, also Spielzeit, ich sag mal, total für die Katz, die ist nicht mal 8 Stunden. Die 3 CDs kommen einfach nur durch die unverhältnismäßig viel zu viele Zwischensequenzen. Ich meine, innerhalb der ersten Stunde waren, glaube ich, 10 Zwischensequenzen oder so, wo innerhalb bei Final Fantasy zum Beispiel innerhalb von 20 Stunden kam mal 4-5 Zwischensequenzen kommen. Außerdem sowieso die Zwischensequenzen Masse statt Klasse. Man hat ja bestimmt mitbekommen, dass die Lippensynchro mal überhaupt nicht vorhanden war, dass die Lippen sich überhaupt fast nicht bewegt haben. Und dass die Qualität sowieso von den Zwischensequenzen teilweise, naja, da hat mir irgendwie Final Fantasy 8 besser gefallen und das ist früher rausgekommen. Na gut. Damit haben wir es nun durch. Glarians. Es gibt übrigens noch einen zweiten Teil, Glarians Ash, wo dann auch Ryan wiederbelebt wird. Wo sie eigentlich gerade eben sagt, es kann nur einen Ryan geben, aber naja, gut. Aber das werde ich, weiß ich nicht, ob ich das jetzt playen werde. Ist für die PlayStation 2 übrigens. Deswegen könnte es dann mit der Emulation ein bisschen schwierig werden, weil ich keinen Crapper habe. Na, vielleicht habe ich bis dahin einen Crapper und das Spiel, wer weiß. Aber ehrlich gesagt, mir hat das hier schon gereicht, mir hat es nicht so gefallen. Ich mag Glarians nicht. Ich mag es nicht, das Spiel. Also einfach nur wegen dem Kampfsystem, wegen der Steuerung. Die Story an sich. Ich mag eigentlich solche Computer-Stories, solche iRobot-Stories. Naja, gut. Sind die Quests eigentlich langsam mal zu Ende? Und ich hätte eigentlich gerne lieber japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln gehabt. Weil irgendwie war das echt derselbe Sprecher von Kane und der klang irgendwie total anders. Der klang irgendwie nicht so wie Ryan. Na gut. 2000 ist das Spiel rausgekommen. 2 Jahre später die PlayStation 2. Glaube ich. 2002 ist rausgekommen, ne? Naja, und ASCII hat es übrigens in Japan vertrieben. Also dieselben, die den Epic Maker gemacht haben.
Muss man nicht mal vorstellen. Aber wir hatten, glaube ich, sowieso ganz viel. Aktuell speichern. Hä? Wozu kann ich jetzt nochmal speichern? Ich mach's einfach mal. Ach, ja, wahrscheinlich mit den Zwischensequenzen, denke ich mal. Hand des Gottes Area. Tolle Übersetzung. Phase D erledigt. 6 Viertelstunden Spielzeit. Und was jetzt? Ah ja, okay. Was passiert, wenn ich das Spiel jetzt lade? Kommt da noch irgendwas oder? Oder lande ich wieder bei den Credits? Aha, dann beginnt das Spiel nochmal von vorne. Aber das würde ich gerne machen, deswegen. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Das war Galarians. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mir hat es nicht so sehr gefallen. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.